Tut mir leid, dass ich dich so hart getroffen habe. Du kannst ja ganz schön was einstecken. Leb wohl perfekt. Vergiss mich bitte. Es hat viele Männer in meinem Leben gegeben. Zu viele. Das hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Mir bedeutest du alles. Dein Vorleben interessiert mich nicht. Denn ich liebe dich so, wie du eben bist. Das war das netteste Kompliment, das mir jemals gemacht wurde. Ihr Koffer. Wieso lässt du sie nicht noch eine Minute reden? Sie haben eine wichtige Entscheidung zu treffen. Nur einen Moment, ja? Aber wir müssen jetzt los. Ach. Ich werde Ihnen mein Zimmer geben und Sie können morgen den Bus nehmen. Hey, was soll das? Du wirst eben erst morgen fahren. Aber wieso denn ohne dich? Jetzt wirst du alt genug, um alleine zu reisen. Danke für alles. Pass gut auf Sie auf. Das werde ich. Selbst wenn nichts daraus wird. Wir haben Ihnen eine Chance gegeben. Wiedersehen. 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 Bis bald. Meine Hochzeitsnacht habe ich in diesem Bett verbracht. Also bitte, was Besonderes. Ich wünsche euch alles Gute. Weißt du was? Ich fühle mich auch schon wie eine Braut. Noch sind wir nicht verheiratet. Ach, weißt du, was mich betrifft, ich finde, dass man nicht immer chronologisch vorgehen muss. Hier geht's lang. Ja. Oh, lass mich den Koffer tragen. Du bekommst ja immerhin ein Gentleman zum Mann. Hm.